Ja, ich finde es ganz toll, dass heute Django Reinhardt hier ist. Hat sich das mal hier angeschaut, wo wir jetzt stehen, hier vor der Porta Nigra. Und wir freuen uns ganz, ganz, ganz doll. Alle warten eigentlich schon darauf, dass für Nestwärme etwas getan wird. Und Django Reinhardt hat sich dafür zur Verfügung gestellt mit seinem neuen Programm Swing. Habe ich schon sehr oft gehört, weil ich meine, ich bin ein Freund von ihm. Wir haben das hier organisiert und ich glaube, es wird eine gute Sache. Nicht nur deswegen, dass es nur über Nestwärme geht, sondern dass Django Reinhardt auch wieder hier ist. Weil wir hatten das zuletzt hier auch mal hier im Brunnenhof, auch hier hinter uns. Das war ein Riesenerfolg und alle Leute sagten, komm doch endlich wieder. Jetzt haben wir ihn hier stehen und jetzt sagen mal was dazu, ob du dich aufreust, wieder hier zurückzukommen. Ja, ich freue mich, Romano. Und das war ja unser Ziel auch, dass du gerade hier in Trier. Wer die Porta Nigra kennt, kennt auch Romano Paquet. Und klar wollen wir für Nestwärme was Gutes tun. Und der erste Weg war ja zu dir geführt, dass du damit organisierst. Nochmal vielen Dank, dass du auch damit gerade Orangerie und Netzpark gesprochen hast. Ja, wir spielen Django Reinhardt zurück zum Swing, unser neues Programm. Für Nestwärme in Trier zu spielen, das ist neu für uns, haben wir noch nicht. Deswegen freuen wir uns, ich denke, in der schönen Stadt in Trier. Du hast mir gesagt, die Leute in Trier sind sehr, sehr gut drauf und sind auch, was immer gerade für gute Aktionen zu haben. Wir spielen im Netzpark am 26.09. Ja, da freuen wir uns drauf. Aber Romano, du bist hier Gastgeber, du hast das letzte Wort. Ja, ich sag nur, wir hatten es ja schon angedacht und da wurde es ja leider wegen Corona verschoben. Und zum Glück ist es jetzt wieder so weit, dass wir es machen können. Und wie gesagt, wir freuen uns alle, wenn alle diese Menschen wieder kommen, die damals hier auch hier im Brunnenhof waren, es waren glaube ich 600 Leute, die nicht aufhören wollten zu gehen. Und wir werden sagen müssten, jetzt ist genug und sie sagten, komm doch wieder und jetzt ist das Versprechen nochmal eingelöst worden und deswegen bedanken wir uns. Ich habe nur noch eins zu sagen, ich muss sagen, wie es ist, wir können leider durch Corona knapp nur 100 Leute können rein. Mhm. Es ist praktisch wie ein exklusives Konzert, es gibt Karten über Ticket regional und wer jetzt wirklich sagen will, ich möchte eine Karte haben, ich will das unterstützen, ich will dieses neues Konzert sehen von Django Reinhardt, muss sich wirklich dann jetzt ganz schnell dahinter stellen und sagen und bestellt über Ticket regional. Es gibt knapp nur 100 Karten und ich freue mich. Ja, natürlich, weil es geht ja immer um etwas, dass Menschen unterstützt werden und es sollte öfters passieren. Er macht das schon sehr oft in Koblenz und weiter. Dann machen wir so. Das soll doch hier sein. Ja. Tschüss. Auf ein gutes Gelingen. Vielen Dank, Trier. Ciao.